Wer im Internet surft, wundert sich oft, wie genau digitale Angebote zu den eigenen Interessen passen. Dahinter stecken sogenannte Cookies, die beim ersten Besuch einer Webseite durch das Bestätigen aktiviert werden. Sie erfassen Informationen zur Browsernutzung. Wie Content-Anbieter, Werbetreibende und User von Nutzungsdaten profitieren können, weiß Björn Kaspring von der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, kurz AGOF. Zur Erstellung wissenschaftlicher Studien wertet der Verein auch Informationen seines Cookies aus. Die Studien, die wir erstellen, bilden das Nutzungsverhalten auf Online-Medien ab. Bedeutet, wir erforschen die Nutzung von Internetseiten, um es auf den Punkt zu bringen, und auch mobilen Angeboten. Wie viele Nutzer sind auf der Seite? Wie verhalten sich diese Nutzer auf der Seite? In unserem Sprachjargon nennt sich das Marktmedia-Studie. Der Unique User, wie der Name schon vermuten lässt, ist im Kern der Nutzer einer Seite. Wobei wir nicht den Nutzer als solchen betrachten, sondern sozusagen ein Anonymus von dem Nutzer. Wir versuchen, ihre Präferenzen sozusagen auf die Gruppe derer zu übertragen, die dieses digitale Angebot nutzen, und fassen das in unserer Studie zusammen. Auf Basis der User-Informationen wie den Interessen und dem Alter stellt die AGOF tagesaktuell ihre Daily Digital Facts zusammen. Die Daten einer Stichprobe von rund 300.000 Internetnutzern vom Vortag werden bereits am Vormittag des Folgetages allen Interessenten zur Verfügung gestellt. Die Daily Digital Facts basieren auf einer wissenschaftlichen Methode mit mehreren Modulen. Das eine ist eine technische Messung, die kontinuierlich auf der Seite stattfindet. Das zweite ist eine sogenannte On-Site-Befragung. Das ist nichts anderes als ein Fragebogen, den man ja auch kennt, wenn man mal über Seiten surft. Die dritte Säule ist am Ende ein Telefoninterview, was wir durchführen, um nochmal konkret zu erfahren, welcher Nutzer tatsächlich hinter den Befragungen steckt. Aktuell werden in der AGOF-Studie die Nettoreichweiten und Zielgruppen von rund 1.700 Medienangeboten erhoben und täglich veröffentlicht. Daten, auf die werbetreibende Mediaagenturen, Werbevermarkter und Content-Anbieter zugreifen, um differenzierte Informationen über die Online-Nutzung zu erhalten. Für Sie als Anbieter, als Verlag, als Publisher hilft Ihnen das natürlich, um Ihr Angebot zu optimieren, um die Inhalte, die Sie dem Markt oder die Sie Ihren Nutzer, Ihren Usergruppen zur Verfügung stellen, die für Sie von Interesse sind, auch weiter zu optimieren. Das heißt, Sie sehen, wer steckt dahinter, was interessiert ihn wirklich, was schaut er sich an. Aber es ist natürlich auch relevant für die werbungtreibende Industrie, also für diejenigen, die am Ende auf diesem Angebot ihre Werbung platzieren wollen. Die wollen natürlich genauso wissen, wer ist der Nutzer auf dieser Seite, wer kommt auf diese Seite, wen erreiche ich mit meiner Werbung. Die Daily Digital Facts spiegeln somit wider, was die Deutschen im Internet interessiert. Zu den Teilnehmern der Online-Studie zählt auch Maya Dumont, ein Vermarkter von Online-Werbeflächen für Outdoor- und Reiseangebote. Michael Zeiler, Geschäftsführer des Online-Vermarkters Maya Dumont Netletics, gibt ein Beispiel. Die Werbekunden erreichen auf den digitalen Angeboten von zum Beispiel Marco Polo oder Dumont Reise natürlich besonders reiseaffine Nutzer. Dennoch sind die Zielgruppen in sich unterschiedlich. Zum Beispiel finden Sie bei Marco Polo insbesondere Familien- und Aktivurlauber, während die Nutzer von Dumont Reise verstärkt Nutzer mit einem sehr großen Interesse an Wellnessurlauben und Kreuzfahrten sind. Das ist natürlich für die Werbebuchung der Werbekunden äußerst relevant. Die Erfassung der Nutzerzahlen durch die AGOF hat sich als gemeinsame Währung für Vermarkter, Werbetreibende und Agenturen etabliert. Sie macht das Internet zu einem transparenten, planbaren Werbemedium. Wenn wir zum Beispiel eine Kundenanfrage haben, Sie wollen eine bestimmte Affinität oder haushaltsführende oder Altersstruktur erreichen, dann überprüfen wir in unseren AGOF-Daten, welche Angebote dort eine besonders hohe Affinität oder einen besonders hohen Anteil der Zielgruppe aufweisen, und basieren und kalkulieren darauf ein Angebot für den Werbetreibenden mit Angabe auch der AGOF-Daten, wie viele Nutzer er erreichen kann. Die Basis hierfür bilden unter anderem die Cookies. Doch was genau ist eigentlich ein Cookie? Oliver Gönner ist bei der AGOF zuständig für den Datenschutz und gibt Einblicke. Also Cookies sind kleine Textdateien, die mit einer zufälligen Zahl bei uns gefüllt sind. Und anhand dieser zufälligen Zahl ist es möglich, das Bewegungsverhalten auf einer Webseite zu erkennen. In unserer Datenbank werden zu dem Cookie tatsächlich die aufgerufenen Webseiten erfasst, allerdings ohne die konkrete IP-Adresse zu verwenden.
In unserem Fall wird die IP-Adresse im allerersten Schritt anonymisiert und ein Bezug ist damit nicht mehr möglich. Neben dem AGOV-Cookie gibt es viele weitere, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Um Transparenz zu schaffen, wurde 2018 in der Datenschutzgrundverordnung festgelegt, dass die User über den Einsatz von Cookies umfänglich informiert werden und diesem aktiv zustimmen müssen. Seitdem wird beim Besuch einer Webseite ein Banner angezeigt, über das die Erlaubnis zur Cookie-Speicherung erteilt werden kann und die Nutzer zudem individuelle Einstellungen vornehmen können. Der Nutzer hat so die Möglichkeit, sich besser zu informieren, was auf der Webseite erhoben wird, welche Daten erfasst werden und wie er selbst Kontrolle über die Datenerfassung ausüben kann. Cookies bieten in vielen Fällen einen echten Mehrwert für den User, denn durch die zielgerichtete Werbevermarktung können viele Content-Anbieter ihre digitalen Angebote kostenlos den Internetnutzern zur Verfügung stellen, sowie die Inhalte den Interessen der User entsprechend optimieren. Die von der AGOV erhobenen Daten sind nicht nur dem Werbemarkt zugänglich, sondern allen Interessenten, betont Claudia Dubrau, Geschäftsführerin der AGOV. Wir haben sozusagen viele Informationen auf unserer Webseite. Leute können da reingucken. Sie können sich Statistiken angucken. Wir geben auch hin und wieder auf Facebook was raus, Deutschland im Netz, wenn mal wieder gerade was passiert ist, etwas Besonderes. Wir haben zur Fußball-Weltmeisterschaft Untersuchungen gemacht und wie sich die Nutzer auch im Internet verhalten haben, nicht nur was sie gesehen haben im Fernsehen, sondern auch im Internet. Darüber hinaus bietet die 2008 gegründete Akademie die Möglichkeit, sich rund um Themen des digitalen Marketings fortzubilden, wie Marion Beckers, Leiterin der AGOV-Akademie, erklärt. Wir sind eine Weiterbildungsplattform und wir haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, unsere Studienergebnisse und auch grundsätzlich Wissen über den digitalen Markt weiter zu vermitteln. Und das ist eigentlich Aufgabe der Akademie, das heißt verschiedene Personenkreisen den Zugang zum Digitalmarkt zu geben, auf sie passend zugeschnittene Formate zu finden, sei es Schulungen, sei es Webinare und dann ganz pointiert dort zu schulen und zu lehren. Durch die fortschreitende Digitalisierung nehmen auch Unternehmen vermehrt das Angebot der Akademie wahr, denn also viele Unternehmen fragen sich in der letzten Zeit, muss ich mich anders aufstellen? Muss ich digitaler werden? Muss ich da eine Transformation machen? Wie kann ich das eigentlich machen? Verstehe ich diese Branche, dieses Technische eigentlich? Und mit den Fragen kommen sie eigentlich auf uns zu. Bevor Sie also das nächste Mal einen Cookie-Banner bestätigen, lohnt sich der Blick in die Datenschutzerklärung. Denn hier sehen Sie dann auch, ob der Cookie der AGOV zum Einsatz kommt und Sie so Teil der neutralen Marktforschung in Deutschland werden.